Leute, willkommen zurück zum Let's Play Bausimulator 2015 mit mir, dem Senator LP. In der, ich glaube, 7. Folge. Und ich versuche immer noch hier das vernünftig zu baggern, aber es funktioniert nicht. Oder habe ich den falschen Winkel mit der Schaufel wie immer? Kann natürlich auch sein. Weil so funktioniert es auf jeden Fall. Ja, also wie gesagt, in der letzten Folge, ich weiß nicht mehr, die Ladung sichert. Das werden wir also hier in dieser Folge aller Wahrscheinlichkeit nach noch sehen. Wir haben in der letzten Folge das Kieswerk auch gesehen. Und jetzt buddeln wir das hier eben zu Ende. Ich denke, das sollte jetzt auch nicht mehr so lange dauern. Zumindest will ich das einfach mal ganz stark behaupten. Wir werden ja letztendlich sehen, wie lange es dauert. Das muss ich noch herausstellen. Weil wenn ich jetzt so mache, scheint es zu funktionieren. Ich glaube, da muss ich die Schaufel mal ganz aufklappen, damit das funktioniert. Also ungefähr so. Dann scheint es zu passen. Ja. Ja, okay. Ich muss in der nächsten Folge nochmal das Spiel neu starten, weil er wieder nicht den Steam-Overlay ausschaltet. Zum wiederholten Male. Dann muss ich nämlich unten zensieren, was da steht, wer da gerade online gekommen ist und alles Mögliche. Denn ich weiß nicht, inwiefern die Person damit einverstanden ist oder die Person einverstanden damit sind, dass denen den Name da drin vorkommt. Aber manche natürlich auch einen Real-Life-Namen da drin und dahingehend ist das natürlich ein bisschen zu optimal. Ich muss ja echt mal gucken, dass ich hier das vernünftig hinkriege. Natürlich ist das hier ein bisschen zu optimal, dass der Bagger da so rumwackelt. Das ist natürlich ein bisschen doof. Dementsprechend muss ich mal gucken. So. Kommen wir vielleicht so da vernünftiger dran? Muss man mal schauen. So funktioniert es auf jeden Fall. Aber ich komme halt hier in den Bauabschnitt hier. Das war so vor mir nicht schlecht dran. Aber anscheinend sind wir jetzt durch. Ich weiß nicht, ob wir später nochmal einen Büffelbagger brauchen. Wird man sehen. So, dann gehen wir in den Abseitskipper und holen den, den Container. So, das passt, der kann nicht fahren. Schöner Sprinter noch gerade an uns vorbeigezogen. Ja, jetzt bin ich an der Baustelle vorbeigefahren, macht nichts. Fahren wir einfach hier hin, so. Dann warte ich mal, dass es grün wird. Jetzt ist natürlich die Ampel auch wieder rot. Ich werde jetzt einfach mal drüber fahren, passt schon. Ich mache einen
ziemlich riskanten Job. Der ist auf jeden Fall schon mehr oder weniger gut gefüllt, der Container. Wir haben ja selber auch schon so einen Container bei uns gehabt, als wir unseren Stellplatz vorne gebaut haben im Haus. Und der war 7 Kubikmeter, der sah ähnlich aus wie der, nicht ganz so, aber ähnlich halt. Und da haben wir halt alles mit Hand reingeschaufelt. Hallo, geht's jetzt? Ach so, ist nicht umgestellt. Okay, ich hab's ja für die Steuerung resettet. Aber es funktioniert gerade gar nicht mehr über die. Doch jetzt. Aber ich glaube, ich kann die Teile wieder nicht einfahren, die und ausfahren. Nee, geht wieder nicht. Muss ich nochmal umstellen dann. Ja. Absetzklipper, wo ist er da? Normalerweise ist es schon richtig belegt, aber irgendwie. Scheint es nicht zu funktionieren. Ja, ich bitte zu entschuldigen, dass es jetzt hier gerade so richtig blöde aussieht, aber ich kann es nicht ändern. Weil, ihr seht, ich kann es nicht ausfahren. Ich drücke ja schon die Tasten. Was soll ich anderes noch machen? Kann höchstens mal gucken, ob es hiermit zusammenhängt, ob ich dass ich die ausfahren kann oder nicht. Ne, tut's nicht. Generell der Absetzkipper, das ist übertrieben nervig. Ich hätte das einfach in den LKW reinmachen, das funktioniert viel besser. So, Tastenbelegung, gucken wir nochmal nach. Vielleicht kann ich es ja ausfahren, einfahren. So. So. Wenn jetzt nicht funktioniert, weiß ich auch nicht. Okay, jetzt funktioniert jetzt vielleicht wieder mit den Pfeiltasten. Ja, jetzt auf einmal schon. Ich verstehe das nicht irgendwie manchmal. Also da muss ich wirklich sagen, das könnte ein Bug sein. Weil ich habe es jetzt wirklich mehrmals auch schon ausprobiert. Und wir hatten den Bug ja auch jetzt schon, wenn es denn ein Bug ist, schon mehrmals. Wie rutsche ich hier gerade immer wieder weiter weg? Wegen der schweren Ladung, die ich hinten drauf habe. Wobei das höchstens 5 Kubikmeter sind, die da drin sind. Das ist ja nix. So. Da steht noch unser kleiner Hänger. Das würde mich interessieren, ob wir den auch hier hin dran hin können. Normalerweise in echt ist es so, dass es geht. Ja, ich weiß. Aber manchmal ist es halt auch wiederum nicht möglich. Und bald ist ein Zyklus rum, das heißt der Stapler und sowas, das ist bald wieder weg. Wir haben an sich schon recht viel Geld verdient. Dementsprechend dürfte das jetzt auch nicht das Problem sein, uns gleich einen neuen Stapler anzuschaffen. Und wie gesagt, zur 10. Folge, also ich glaube, warte mal, 7, 8, ne, 6, 7. Wir sind jetzt in der 7. Also in 2 Folgen, mit Days sind es dann 3. Gucken wir uns den Händler an. Weil das sind jetzt noch, wenn es noch 3 Folgen sind. Bis dahin haben wir den Bauabschnitt und sowas alles fertig. Ich gehe davon aus, dass wir über 100.000. Und dann gucken wir mal, was uns da vielleicht, Betonung nicht auf vielleicht, verkaufen können. Man wird sehen, was es da letztendlich wird oder auch eben nicht wird. Ja.
Also muss man ehrlich sagen, also das Fahren macht auch Spaß. Ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sagen würde, das ist immer wieder nervig, hier hinzufahren. Es macht doch eigentlich schon Spaß. So. Kippen wir mal so ab. So, das sieht ja schon gut aus. Fünfzehntausendfünfhundert. Stell dich mal vor, wenn man würde so viel in echt kriegen. Ich glaube, dann würde ich auch überlegen, mein eigenes Gewerbe aufzumachen. Ich meine, ich glaube, jeder, der einen Job hat oder der, weiß ich nicht, in meinem Alter ist oder vielleicht ein bisschen älter, macht sich Gedanken darüber, was er später werden möchte, welchen Beruf er ausüben möchte und ob er vielleicht irgendwann mal plant, selbstständig zu werden. Aber das ist natürlich hier gerade vor allem unserer jetzigen Wirtschaftslage und sowas, das ist immer alles etwas schwieriger, als es vielleicht damals gewesen ist. Weil man hat natürlich dann auch immer erhebliche Risiken, wenn man dann ein eigenes Unternehmen aufmacht. Man braucht natürlich ein gewisses Startkapital, überlegt man eine Baufirma. Ihr könnt natürlich alle Maschinen mieten, aber ihr braucht natürlich auch schon mehr oder weniger einen Fuhrpark, wenn ihr anfangt. Ihr braucht ein Auto, mit dem ihr zum Kunden hinfahrt. Also weiß ich nicht. Irgend so einen kleinen Transporter, wo man vielleicht mal was mitnehmen kann. Dann einen Anhänger. Und vielleicht noch einen kleinen Löffelbagger. Oder halt hier so ein Pritschenwagen. Also das ist nicht der hier, nicht das der Absatzkipper, aber den anderen Pritschenwagen, so ein Anhänger. Und noch einen Löffelbagger dabei. Ihr braucht halt ein bisschen Repertoire. Und ich sag mal so, mit 20 oder 30.000 Euro kommt er da nicht weit. Weil ihr braucht natürlich auch erstmal Aufträge. Ihr braucht, ja klar, Kunden. Das hat halt mit Aufträgen zusammen. Aber auch so generell. Wenn ich überlegt, so ein Ding hier selbst gebraucht. Hä? Wieso ist das jetzt noch drauf? Habe ich das jetzt doch nicht abladen können? Oder wie war das? Ich hatte das doch abgeladen, oder nicht? Wie ist denn das jetzt wieder drauf? Wo ist das Schild? Also ihr seht, teilweise ist es halt so mit der Simulationssteuerung. Ihr könnt nicht so schnell lenken. Und das ist einfach dann teilweise ein bisschen blöde. Deswegen würde ich mir überlegen, ich mache einfach mal auf ausgewogen. Und dann, nee, Arcade nicht. Ausgewogen, guck mir das einfach mal an. Ha, da komme ich schon eher mit klar. Toll, jetzt habe ich wieder was hinten drauf von Erde und kann sie nicht abkippen. Oder hab's abgekippt und darf nochmal abkippen fahren. Vielleicht habe ich auch irgendeinen Fehler gemacht, kann auch sein. Habt ihr übrigens gerade den Rückspiegel beobachtet, dass der teilweise so Standbilder hat? Weil ich war in der Kreuzung, aber ich. Also der stand noch an einer Kreuzung, aber ich war schon viel weiter weg. Ich weiß nicht, womit das zusammenhängt. Das Spiel, wie ihr seht, das läuft recht flüssig. Oder läuft flüssig. Flüssiger als viele anderen Spiele. Viele andere Spiele. Das heißt, das ist anscheinend nicht das Problem. Vielleicht ist da irgendwo eine falsche Einstellung das Problem, ich weiß es nicht. Huckel, 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 huckel. Ja. So, hier können wir abkippen. Aber wir haben doch schon abgekippt. Ja, leer. Aber war doch gerade auch schon, oder nicht? Oder vertue ich mich? Ach so, das bin ich vielleicht, weil ich hier drunter hergefahren bin. Nö, das ist nur für Betonmischer.
Unser Container ist auch weg. Ja, ist natürlich jetzt ein bisschen suboptimal, dass immer der Container wäre, jetzt, wenn wir irgendwas machen. Ja, was machen wir denn da? Vielleicht, wenn man im Multiplayer mal ist, irgendwie offscreen 10 Container kaufen und zum Bauhof fahren. Oder immer, wenn man sie braucht, benutzen. Also so funktioniert es auf jeden Fall sehr, sehr gut mit der ausgewogenen Steuerung. Weil das mit der Simulationssteuerung, das ist wirklich sehr träge. Das macht das Lenken auch unnötig schwierig, weil in echt ist es ja auch nicht so, dass man ewig braucht, um das Lenkrad rumzureißen. Das ist ja hier auch nicht in echt. Da kann man auch viel flüssiger fahren. Einfach, weil man halt nicht diese Steuerung mit dem Dingskreuz hat, hier mit dem Tasten, nicht Tastenkreuz. Mit der Tastatur. Tastenkreuz, ey. Ich wollte erst Fadenkreuz sagen, aber ist ja noch was wieder was anderes. So, Abwasserrohre sollten wir holen. Das machen wir beim nächsten Part. Ich würde sagen, wir sehen uns bis dahin demnächst wieder. Ciao, Leute. Tschüss.